So, wie versprochen, geht es weiter mit Let's Play Stardew Valley und zwar in der Mine. Level 11. Ah, es ist hier die ersten Würmer, die in so komischen Sandgruben hervor aus diesen komischen Sandgruben hervorkommen. Greifen wir jetzt hier auch schon an. Aber auch nicht immer. Und auch nicht bei allen Gruben halt. Ich habe gerade mal kurz was nachgeschaut in der Pause. Habe jetzt nämlich festgestellt, man braucht Farming Level 8, glaube ich, damit man den diesen Trog oder diesen Keg herstellen kann, mit dem man halt aus Hopfen Bier generiert. Wir sind jetzt bei Farming 5, also es dürfte noch eine Weile dauern, bis wir das da hinkommen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es sich lohnt, da so lange drauf zu warten. Und jetzt einfach mal nicht nachgeschaut, wie teuer Bier ist. Von daher bin ich mir da nicht ganz sicher. Und ich habe auch nachgeguckt, wie es jetzt mit Eisen aussieht, weil wir Eisen für allen möglichen Kram bräuchten. Und ja, so Level 40 in der Mine muss man schon haben, damit man da Eisen findet oder Eisenerz findet. Das ist ein bisschen uncool. So, essen wir mal hier noch ein bisschen. Aus. So, ich schätze mal, wir müssen hier dieses komische Viech umklatschen. So. Vielleicht gibt es dann auch mal eine Treppe nach unten. Oder eine Leiter nach unten vielmehr, aber irgendwie. Dann kloppen wir halt weiter hier Sachen kaputt. Ah! Dämlich Krabbe! Geh mir nicht auf die Nüsse jetzt! Nein, 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 nein. So. Nein. Boah. Diese Viecher, ganz ehrlich. Die sind die zweitschlimmste Art von Gegner hier. Nach diesen komischen Bienen, die einen random angreifen. So. Wir haben schon nach 12. Vielleicht sollte ich doch langsam mal wieder zurück zur Farm. Jetzt ist natürlich die Frage, drei Level noch. Ich glaube, hier haben wir aber eine Garantie, oder haben wir auf jeden Fall eine Leiter. Das ist doch, ja, das ist natürlich eine Krabbe. Scheiß Viech da. Geh mir weg. Ja, da haben wir auf jeden Fall eine Leiter. Wir sind hier direkt hier. Na ja. Ah. This area is overrun by monsters. Schön. Danke. Ah, das ist super. Ja, wir kommen hier weiter, wenn wir die ganzen Blobs gekillt haben. Das Problem ist, es ist jetzt schon ganz schön spät geworden mittlerweile. Das ist jetzt auf ist Level 11, glaube ich, oder 12 war das jetzt. Also, ah, mein Gott, dann müssen wir halt nochmal bei Level 10 anfangen. Immerhin sind wir jetzt wieder bei Level 10 vom Fortschritt her. Jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen hier was gewastet. So ungefähr einmal Hopfen habe ich da quasi verschwendet, aber ja, mein Gott, dann ist das halt so. Man kann ja auch nicht immer nur arbeiten. Aber das ist das Problem, wenn ich jetzt um 2 Uhr nachts ins Bett gehe, dann schläft er entweder bis 8 oder hat dann halt nur einen Teil der Energie wieder aufgeladen. Allerdings ist es ja nicht mehr ganz so kritisch, wenn man. Ach, jetzt bist du echt eingeschlafen um 2 oder was? Und zwar mal aus, so ein Mist. Level 2 Combat. Wie jetzt meckert irgendwer rum und hat mir wieder irgendeine medizinische Behandlung. Ah, ich ahne es. Ich schon Post habe, ist schon schlecht nach sowas. You are lucky I found you last night. You were unconscious and some. One was searching your pockets. I have no idea how much money they took. They went away as soon as I approached. Be more careful. Ich weiß nicht, wie viel Gold ich beim letzten Mal hatte, dummerweise. Also weiß ich das gerade selbst nicht. Gut. So, was können wir denn hier so verkaufen? Cherry Bomb, Crabs, sowas halt.
Climb, ja, weiß ich nicht. Passt schon. Ja, kann man immer noch nicht ernten. Am schon 19. Muss ich ranhalten da. So, erstmal ein bisschen Turbo ernten hier. Zack, 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 alles weg da. Ehrlich gesagt, wie viel Gold hatte ich? Hm. Aber gut zu wissen, dass er um 2 dann wirklich final wegknackt. Ja. Man muss ja auch mal hier die Grenzen austesten. So. Und alles in den Speicher. Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn sowas passiert und sie einem dann das Geld klauen, dann ist das nicht weg in dem Sinne. Also, kann man es halt auch sehen. Wie viel Kupfer haben wir noch? 40. Hm. Ich weiß es nicht. Irgendwie. So. Sieht ja aus, als wäre das Weizen. Ach, warte mal. Korn, tatsächlich. Schön. Mais haben wir damit. Nun gefunden. Oder, beziehungsweise nicht gefunden, Gott, angebaut. So. Zack, haben wir das. Hm. Aber interessant, dass hier in so einem malerischen Tal auch irgendwelche Diebe nachts rumrennen, die einen dann ausnehmen, wenn man irgendwo schläft. Hm. Finde ich nicht so schön. Muss man was gegen machen. Zum Beispiel die Gießkanne wieder auffüllen. Nein, das wird wahrscheinlich nicht helfen. Außer man nimmt die volle Gießkanne und wirft sie den Leuten gegen den Kopf. Ist wahrscheinlich nicht die schlechteste Option. So. Ich glaube. Naja, gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd mit dem Geld. Im Moment, ja. Gut, das Ding ist ja noch am Arbeiten. Gucken wir mal. Ach nee, wir müssen erstmal noch die Hühner abchecken. Ha, die haben ja immer noch Futter. Ich dachte, man muss sie jeden Tag füttern. Was ist hier interessant. Ein bisschen hier. So. Das muss reichen. Ja, dann würde ich sagen. Warte mal, wir können eigentlich mit dem bisschen Kohle, was wir da noch haben, nochmal ein bisschen Erdschmelzen zuerst mal. Weil wir haben ja nicht so viele Barren. Hm. Hm. Nicht so viele heißt in dem Falle gar keine mehr. Das ist natürlich schade. Ich habe aber auch kaum noch Kohle. Ich glaube, ich sollte gleich nochmal in die Mine gehen und ja, ich werde wahrscheinlich gleich in die Mine gehen sollen. Gehen sollen, genau. Ich gehe gleich nochmal in die Mine und werde da einfach nochmal ein bisschen Kohle und alles Mögliche sammeln, was ich finde, was mir in die Finger kommt. So, dann direkt nachschieben. So. So. Da. Hm. Ja, komm, gehen wir in die Mine, aber vorher nehmen wir Hopfen mit. Davon haben wir genug. Ah, die Hälfte? Nee. So. So ist gut. Aber wir können auf jeden Fall zum Schmied gehen und ja, sehr gut. Jetzt sind die Barren hier fertig. Haben aber noch nicht genug. Wir haben auch nicht genug Kohle, um nochmal neue zu schmelzen. Wir können einfach mal den Schmied jetzt fragen, ob er uns das in den Kram wieder gibt und dann ist auch okay.
Ich hoffe, man das nicht von der Hintergrundmusik GEMA-mäßig geschützt wurde. Das wäre echt schade. Hier arbeitet aber auch niemand. Irgendwie, oder niemals jemand. Das ist lächerlich. Copperhoe. Sehr gut. You receive the Copperhoe. Nun. Gib ihm direkt wieder Geld. Ah, Mann. Limestone. Kupfererz. Oh, was ist das? Das ist neu. Nekuit? Aha. Ach komm, und für die letzten. Oh, für den letzten Stein fehlt mir was. Oh Mann. Wie teuer ist dieses Ding? Warte mal. Collection. Minerals. Ah, 80. Das ist ja nix. Sieht aber schön aus. Glaube ich. Donate. Haben wir schon mal Quarz? Nein, haben wir nicht. Haben wir jetzt Quarz abgegeben. So, ich kriege irgendein Reward. Melon Seeds. Na toll. Am 19. des Monats gibt ihr mir Melonensamen, die 12 Tage brauchen. Das ist ja schön. Wenn der Tag nur 30 Monate hat, haben wir jetzt nur noch... der Tag, genau. Ja, wenn der Monat nur 30 Tage hat und das jetzt noch 11 Tage, noch 12 Tage bräuchte, dann wäre das irgendwie voll suboptimal. Dann stirbt die Pflanze nämlich dann, wenn der... ist sie fertig, wenn... die Jahreszeit wechselt und sie stirbt dann halt deswegen. Das ist natürlich super. Super smart ist das. So, gehen wir mal bei der Farm vorbei. Ja, doch, gehen wir mal bei der Farm vorbei. Ach, und bei meiner Recherche habe ich auch herausgefunden, dass diese Eisenbarren... Also zum einen muss man da erstmal bis auf Level 40 in der Mine runter. Wo ist... Okay, da. Und zum anderen dauert es einfach mal 2 Ingame-Stunden. Ach so, ja gut, einfach noch... also ja gut, 2 Ingame-Stunden braucht es, um das Eisen zu schmelzen. Ich weiß gar nicht, wie lange die anderen Sachen so brauchen, aber das schien mir relativ lang zu sein. So, Steine, Holz, Limestone kann ich verkaufen. So, das kann ich eigentlich einlagern direkt. Bringt mir nichts. Da, Limestone und komische Pflanze. Für momentan ganze 5 Gold. Das heißt, wenn mich jetzt noch jemand überfallen sollte, weil ich müde aus den Latschen kippe, dann kann mir das relativ egal sein. Ist auch schön. Ist mal was anderes, ja. Jetzt habe ich die Dings gar nicht ausprobiert. Die Hacke. Okay, man kann tatsächlich 3 auf einmal machen. Schön. Beschleunigt das Ganze auf jeden Fall. Ach komm, jetzt nimm mit da. So. Die Hacke. Und das Schwert haben wir ja auch schon am Start. So. Stufe 10. Oder vielmehr Level 10. Dann haben wir einmal dieses Level hier und dann darunter ist das Level, was so vom Gegner verseucht ist. Na komm, nehme ich es. Ich da. Krabbe, geh weg, Mensch. So. Ah ja, genau. Natürlich jetzt auch eine super Mischung hier im Gebiet von dem Wurm gegen den Blob zu kämpfen. Wobei er sich jetzt zurückgehalten hat. Gucken wir einfach mal, wie weit wir hier kommen. Ich meine, wir haben ja relativ viel Ausdauer. Das ist Areas Over One with Monsters. Interessant. Warum hat er da so einen komischen Stern über dem Kopf? Was soll das? Oh, dass jetzt die Krabbe mich gleichzeitig mit dem Blob angreift, das ist unnötig. Und da muss man wirklich dauerhaft klicken. Da kann man nicht einfach gedrückt halten. Das funktioniert nicht. Alter, ganz ehrlich. Scheiß Krabbe da.
Wie viel hat die denn ausgehalten? Nein, es kommt aber so eine dämliche Mücke dazu. Ach, was soll das? Wo sind wir denn hier gelandet? Nein! Ah, Leute! Nein, 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 nein. So, jetzt muss man hier gut sein. Ganz ehrlich. Und was hat mir das jetzt gebracht, dass es dieses Viech da so ein komisches Sternchen dabei hatte? Nichts oder was? Ich sag's dir, wenn ich jetzt wegen so einem dämlichen Blob hier verrecke, dann ist aber vorbei. Ja, komm, ist. Und ja, wir müssen jetzt die Lebenspunkte auffüllen. Auch wenn wir dann eventuell was verschwenden bei der Ausdauer. Ne, komm, eine müssen wir da noch nehmen. Wir haben halt auch sonst nichts, was jetzt so übermäßig viele Lebenspunkte bringt, dummerweise. So, gucken wir mal hier ins Dunkle. Naja, das ist ein bisschen dämlich, weil die Fackel sich nicht so verhält, wie ich das gedacht habe. Aber gut. Overrun bis Monsters, das ist immer lustig. Vor allem eigentlich ist es erst das Level danach, dachte ich. Und so sieht man halt auch nicht, welches Level das jetzt ist. Also auf welcher Stufe wir sind. Nein, nein, nein. So. Vor allem der Witz ist ja, die Leiter ist ja hier. Also das ist ja irgendwie das Komische daran. Way down has appeared. Ja, richtig, der war auch vorher schon da, du Witzbold. Oder kriegt man jetzt einen anderen Way down? Das wäre lustig irgendwie, wenn man jetzt zwei Wege nach unten hätte. Naja, tatsächlich hat man. Komisch. Und jetzt, das Level ist jetzt nicht mit Monstern überlaufen. Das ist ja lustig. Weil das ist wesentlich dankbarer als das andere, weil hier nämlich da irgendwie fünf von diesen Viechern in dem Sumpf sind. So. Kann man ganz gut mit dem Schwert kaputt machen, stelle ich gerade fest. Das ist einfacher als die Hacke oder so zu nehmen. Oh komm, jetzt habe ich echt noch Schaden vor dem Ding kassiert, so ein Mist. Normalerweise machen die gar keinen Schaden, weil sie einen ja gar nicht angreifen. Ah, schön. Nein, es kommt wieder so eine dumme Mücke angeflogen. Ich hasse sie. Ich hasse sie so sehr. Ah. So. So. Nun. Die Minen waren in diesem Spiel noch nie so das Hauptaugenmerk von mir. Wobei man es halt teilweise einfach brauchte, weil man irgendwelche Sachen in den Minen gefunden hat, die halt irgendwie unverzichtbar waren. Ach komm, ja, dann nicht. Lecco mio. Vielleicht vorher auch mal das Schwert ziehen, wie wär's? So. Schön angeklatscht da. Ach, Gang nach unten. Level 14. Na, unsere Lebenspunkte sehen nicht so fürchterlich gut aus. So. Kloppen wir erstmal ein bisschen Sachen kaputt. Haben wir noch ein Fass. Da ist ein kleiner Magnetring drin. Davon habe ich jetzt auch schon zwei. Also trage ich schon zwei. Das heißt, jetzt habe ich drei. Weiß auch gar nicht, was der Wert ist. Geht hier jetzt nicht bei. Geht das vielleicht hierbei? Nein. Aber mit dem Schwert kann man auch gut Unkraut schneiden, das ist ja schön. Das braucht dann keine Ausdauer. Ich glaube, ich habe gerade eine gute Alternative zur Sichel gefunden, was das angeht. Ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen ungeschickt gewesen. Dass gerade da jetzt so ein Übergang war. Aber gut. Ich will mich ja nicht beschweren. Ich wollte mich hier ans Kupfer an. Und da war keine Krabbe unter dem Stein, unter dem sonst sehr gerne eine Krabbe ist. Ja. So. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als der letzte Versuch bei Level 14. So. Was kommt jetzt? Level 15. Der Aufzug ist da. Yay! Das Pling war jetzt sehr schön. Das finde ich super. Ah, na komm. Ah. Oh, was haben wir denn da, weiß es? Was ist das? Greift mich das an? Tötet mich das? Ist es ein Wurm? Hält es viel aus? Was ist das? Es explodiert, oder? Nein, es explodiert. Ach so! So ein Scheißviech ist das. Ah, oh, nee. Jetzt haben wir die Quelle allen Übels gefunden hier.
Nein, 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 nein. Okay, wenn ich nochmal so eine Larve finde, sofort drauftreten. Aber sowas von sofort drauftreten. Aber schneller drauftreten, als das Ding aus dem Boden gucken kann hier. Wobei, das war es gar nicht, aber egal. Warte, 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 warte. Ach. Kaputt machen. Einfach nur kaputt machen. So. Ah. Nochmal nachtreten. Geht ja nicht hier. Der Viecher da. Bin ich auf die Nüsse da. So. Na, so um 12 sollte ich allerspätestens aus der Mine raus. Eher früher, glaube ich. Würde aber trotzdem gerne nochmal eine Ebene runtergehen. Um mal zu gucken, was da jetzt noch kommt direkt. Sonst muss ich das beim nächsten Mal machen, wenn ich in der Mine bin. Da ist es noch. Oh, ganz knapp geworden. Ach du Scheiße. Ach, weißt du. Nee, so interessant finde ich das Level hier gar nicht. Wenn ich da unten schon 4 von diesen Larven sehe, dann ist schon vorbei. Und wenn links dann auch noch eine ist, dann kannst du aber das Level komplett knicken. Also ganz ehrlich, da muss ich, glaube ich, erstmal ein bisschen aufrüsten, bevor ich da tiefer in die Mine gehe. Das wird ja schon ab Level 15 echt hart. Oder echt haarig. Buchstäblich. Wobei ich weiß nicht, ob diese Viecher Haare haben, die mich da die ganze Zeit anfliegen, diese komischen Mücken. Aber sie haben auf jeden Fall Nervefell vom Feinsten. Ja. Ich kann aber gleich noch ein paar Sachen verkaufen. Ah, das Ding hier ist fertig. Ah, das Inventar ist aber voll. So. Quarz. Ja, Fiber auch unbedingt, ne? Ich habe auch gar keine Earth Crystal ans Museum gespendet. Interessant. Ja, hier Cherry Bombs, Sap. So. So Sachen halt. So. Kann auch mal verkauft werden. So. Go to sleep. Tag 19 des Sommers. Ach ja, da klingelt die Kasse. Schön. Sehr schön. Die Hot Peppers, ne? Pickle Tops, ja gut. Oh, Korn 55 pro Stück. Man muss 3 Ernten einfahren, damit sie sich lohnen, die Pflanzen. Die kosten ja 150. So, Weather Report. Kein Regen, schade. Wer spricht mich da an und warum? Hey 42, I have some good news for you. A few days ago I made a breakthrough in my research on the local environment. I will spare you the technical details and get you to the point. You know that empty cave over there, a little ways to the west? Well, I have a way to turn it into something useful. For both of us. I'd like to set up the cave to attract some local species. That way I can observe them in a more controlled environment and you can harvest whatever products they produce. I can either set up the cave to attract mushrooms or fruit beds. Or fruit beds. The beds will sometimes leave food for you to collect. Also so eine Fledermaushöhle ist natürlich irgendwie auch lustig, ne? Aber ich weiß nicht, ob... Kann man dann, ja, ist die Frage, was für Pflanzen, also was für Sachen die droppen. Weil ich meine, mit Pilzen... ist die Frage, ob man Pilze vielleicht für irgendwas braucht. Das weiß ich jetzt nicht. Will ich auf das Fragezeichen klicken. Ich habe irgendwie noch nie Pilze angebaut in so einem Spiel, weil das meistens nicht richtig funktioniert hat, meine ich. Aber so ein bisschen hakelig war. Ja, das ist jetzt die Frage. Kann natürlich auch sein, dass es irgendwelche total wertvollen Früchte oder so sind, aber ich glaube, die Mushrooms sind die bessere Wahl. Aber keine Ahnung. Demetrius. Thanks for letting me do this. Jawohl. Da freue ich mich doch. So. Wer hat mir da wieder Post geschickt? Kriege ich wieder eine Briefbombe oder was? I'm gathering data on the correlation between soil alkalinity and crop fructose levels. Long story short, I need a fresh melon from your farm. If you bought me one, I'd
Be very grateful. Shit, das war keine gute Idee, diese Quest anzunehmen. Weil ich nur eine, in Zahlen eine, Melone habe. Und die brauche ich eigentlich für das Bundle, weil ich ja, ne? Schade. Ah, das ist jetzt nicht so gut. Und ich kann jetzt gewiss auch nichts mehr daran ändern, dass ich nur eine habe. Weil die ja schon ihre 11 Tage brauchen, um fertig zu werden. Und leider steht da jetzt auch keine Belohnung bei. Pam is thirsty, ja, das weiß ich. Das geht aber noch nicht. Cool. Gebe ich ihm die Melone oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Hat dieses Ding hier schon irgendwas eingesammelt eigentlich? Oder hätte ich es lieber unter einen anderen Baum packen sollen? Kann auch sein, dass es einfach ewig dauert. Ewig und 3 Tage. Was muss man eigentlich machen, damit man generell Farming levelt? Einfach nur Pflanzen gießen oder Pflanzen ernten oder Saatgut auswerfen oder alles davon? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich alles. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ah, wir haben schon den 20. des Monats. Das heißt, viel Sommer ist nicht mehr. Das heißt, es kommt wahrscheinlich auch bald wieder das nächste Fest. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen oder was? Dreh dich nach links, so. So. Nein. Zack. Da noch, da noch. Dann einmal die große Hopfenernte. Also Farming auf 8 wäre schon cool, wenn man dann halt sein Bier brauen könnte und dann da, was weiß ich, viel Geld mitmacht. Wäre so meine Hoffnung. Weiß es natürlich nicht. Habe ich ja noch nie gemacht. Kann auch sein, dass das Bier einfach ein riesiger Reinfall wird und richtig kacke schmeckt oder so, aber... Ja. Das Risiko hat man hier dann halt. Ich kann aber nicht alle von den Dingern hier, von den Hopfenblüten da einlegen lassen. Das dauert ja 100 Jahre. Und ewig viel von diesen Gerätschaften kostet mich das dann auch noch. Oh, guck mal. So. So. Geht beiden gut? Sehr gut. Frag mich, wo man hier diese Eier ausbrüten kann. Oder ob das überhaupt geht. Also eigentlich müsste es ja gehen. Wäre komisch, wenn das nicht gehen würde. So. Pass auf, wir müssten jetzt vielleicht mal ein bisschen Sachen aus. Ah, toll, das kann man nicht ausmisten. Das ist ja gut, super. Schade. Eigentlich wollte ich den Magnetring nämlich jetzt verkaufen, wenn ich ehrlich bin. So, hier für schlechte Zeiten legen wir mal 3 Tomaten rein. Ich weiß nicht, ob ich nochmal Tomaten kriege in dieser Jahreszeit. So, das brauchen wir nicht. Ja, das lassen wir vielleicht mal. Ich weiß nicht, ob man mit Backmeat irgendwas anfangen kann. Keine Ahnung. So, davon haben wir was. Rubber Boots. Aha. Ah, Immunity habe ich aber schon. Das ist ja schön. Oder schade, je nachdem. So. Kohle. Naja, gut. Kohle können wir eigentlich im Inventar lassen direkt. Wenn ich so recht bedenke. Die Oats können wir mal wieder abgeben. Ja, pass auf. Wir gehen einfach mal zum Schmied. Lassen die Dinger verarbeiten. Ja, es waren hier keine mehr. Okay. Und dann können wir auch gleich beim Museum... die Earth Crystals abgeben. Da können wir jetzt eben auch unsere guten Kupferbarren herstellen und dann läuft das doch ganz gut hier.
schicke Blumen übrigens. Aber wir könnten natürlich auch mal gleich beim Strand vorbeischauen, wenn wir schon hier sind. Da kann man bestimmt wieder was einsammeln. So. Jetzt kriegst du hier erstmal deinen Earth Crystal. Achso, was bringen mir die Earth Crystals? Number found 12. A Resinous Substance found near surface. Aha. Das sagt jetzt sehr viel aus. Typ ist auch überall irgendwie, kann das sein? So. Aha, ein Artefakt. Das haben wir aber schon. Also das hat das Museum schon viel mehr. Aha. According to legend, angry thunder spirits would throw these stones at one another. Ah, Kupfer. Immerhin. Ja, ich meine, kann nämlich nicht tragen. Schade. Thunder Egg. So. Na ja, gut, Dings kann ich jetzt leider nicht. Die Frage, was einfacher geht, wenn ich mir jetzt für 750 der Eisenerz kaufe. Was brauche ich gleich noch? Was? Ja, Honig, weil das ja, glaube ich, zwar für den Bienenstock. Das ist jetzt irgendwie nicht so optimal. Das wäre jetzt die Hälfte von meinem aktuellen Geld. Andererseits würde ich schon gerne in diesem Leben nochmal hier einen Eisenbarren sehen. Punkt. Wir haben ja wieder genug Sachen, die wir verkaufen können. Hat man ja genug Output hier. Ich find's irgendwie lustig mit dieser Deal with It-Brille. Ich glaube, das war jetzt nicht so der optimale Weg, den ich da genommen habe. So. Einmal einsammeln und einen Eisenbarren produzieren. Hier. So, was brauchen wir? Ja gut, dafür bräuchte ich sowieso einen Goldbarren. Fällt mir gerade auf, also macht das Ganze nochmal ein bisschen absurder. Maple Syrup, ja. Kann man mal machen, ne? Wobei, was heißt, kann man mal machen, muss man halt mal drauf warten. Das ist eher der Punkt. Hat sich nämlich bisher noch nichts getan. Weiß jetzt aber auch nicht, ob sich das irgendwie ankündigt oder so. Er meinte doch, ja genau, er meinte da die Höhle hier. Ich schätze mal, die Pilze kann ich dann irgendwann mal ernten. So. Wir haben jetzt noch diversen Kram, den wir hier in die Truhe werfen können. Ach ja, komm, dass mir mit der Kleidung nichts machen kann, ist echt ein bisschen blöd. Also, nichts außer Verkauf, also außer tragen und wegwerfen. Die beiden Optionen hat man hier eigentlich. So. Ich würde sagen, Tagwerk heute ist verbracht. Wir gehen schlafen. Ach ja. Nochmal knapp 1100 Gold gekriegt. Sehr schön. Der 20. besonders jetzt der 21. Tag des Sommers im ersten Jahr. Gehen wir mal kurz raus. Ah, der Eisenbarren ist fertig. Hat jetzt über Nacht auch genug Zeit. Crafting.
Ja, genau. So ein Eisendingens brauche ich jetzt aber überhaupt nicht. Maple Syrup brauche ich noch und. Ja, Coal und Wood, ne? Ja. Ach, die Melone ist fertig. Tatsächlich. Oh, 113 Energie. Uiuiui. Verdammt, ich hätte Melonen anbauen sollen. Hülle und Fülle. Das ist ja das optimale Saatgut für die Mine. Oder das ganz optimale Zeug für die Mine. Verdammt. Hätte ich das mal gewusst, ey. Ja, gut. Wir machen aber hier Schluss für heute. Und dann bis zum nächsten Mal.